heute gibt es meine September-Favoriten und ich habe einige Beauty-Sachen, deswegen fangen wir damit einfach gleich an. Ein Produkt, was ich ziemlich neu habe, ist mein Creme-Bronzer von Fenty Beauty. Ich war mir nicht ganz sicher bei den Farben, die haben unglaublich viele Farben, das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe mich jetzt für die Farbe Macchiato 03 entschieden. Ich glaube, es hätte auch ein bisschen dunkler noch sein können, weil die sehr subtil sind. Also wenn man das aufträgt, ist es nicht sofort die Farbe, sondern eher so ein bisschen schier. Aber auf der anderen Seite habe ich das lieben gelernt, dass das sehr, sehr leicht und dünn ist und man sehr gut schichten kann, beziehungsweise nicht sofort so einen Bronzerstreifen hat. Und momentan mag ich das eher so ein bisschen leichter und nur so ein Hauch von Bronzer, Hauch von Kontur mag ich irgendwie lieber. Und mit dem geht es eben sehr, sehr gut. Bei anderen muss man blenden und blenden und blenden. Ich habe den heute aufgetragen komplett und das eben sehr, sehr subtil. Der lässt sich sehr schnell einarbeiten. Ich mag die Farbe sehr gerne und auch wie cremig der ist. Und ich muss mal schauen, bei den Blushes, die haben eine andere Konsistenz, finde ich. Da bin ich noch nicht so der Fan. Muss ich vielleicht aber auch die richtige Farbe finden. Aber die Bronzer, die müsst ihr euch echt mal anschauen. Und auch ziemlich neu habe ich NYX Control Freak Eyebrow Gel. Das hatte ich euch gezeigt als Dupe zu meinem Benefit Brow Gel, was ich sehr gerne mag. Und ich muss sagen, seitdem ich das habe, benutze ich das andere nicht mehr. Okay, das andere ist auch alle gegangen, aber ich habe sogar ein Backup von dem. Ich habe aber jetzt erstmal das benutzt, weil ich das wirklich gut finde. Habe ich auch heute drauf. Und das ist wirklich ein richtig krasses Augenbrauengel, wenn ihr so störrische Augenbrauen habt und die einfach immer wieder nach unten wollen und ihr aber wollt, dass sie oben bleiben oder zumindest ja da, wo ihr sie hingebürstet habt. Das geht mit dem sehr, sehr gut, das ist günstig. Ich glaube, das gibt es auch in Farbe, das ist jetzt hier komplett durchsichtig, aber ich bin mir nicht sicher, wie die mit Farbe performen. Das Einzige ist, dass, was ich gar nicht mag, ist gerade bei günstigeren Varianten, dass das immer so Riesenbürsten sind. Und wenn ihr jetzt nicht so buschige Augenbrauen habt, sondern eher dünnere, dann ja, ist das irgendwie manchmal nicht ganz so praktisch. Bei mir ist es jetzt kein Problem, aber ich wollte es nochmal dazu gesagt haben. Und dann wurde ich in letzter Zeit oft auf meine Wimpern angesprochen und auch meine Mutter meinte, die hatte uns besucht, meinte, Jasmin, was hast du denn mit deinen Wimpern gemacht? Mir ist es gar nicht so unbedingt aufgefallen, aber ich dachte, ich zeige euch nochmal die Kombi. Die hatte ich euch auf jeden Fall schon mal gezeigt. Und zwar ist es tatsächlich der Primer von Marc Jacobs, der Lash Primer. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie heißt der? Velvet Primer. Es ist so ein nudefarbener Primer, nicht weiß. Und ich hatte jetzt einige von diesen Mascara-Primern probiert. Und ich finde, viele machen nicht wirklich etwas, als dass es sich jetzt für mich lohnt, dass ich extra nochmal einen Primer auftrage. Aber der hier macht wirklich so richtig Volumen in die Wimpern und wirklich auch in Kombi entweder mit dem L'Oreal Mascara Telescopic, den hatte ich euch schon mal gezeigt, oder der hier von Essence Lash Princess False Lash Effect. Den mag ich auch ohne Primer ganz gern, aber mit Primer, habt ihr noch heute aufgetragen, es ist wirklich so sehr schwarz, sehr voluminös, ist jetzt nicht Länge oder so. Was steht eigentlich da? Forward-Slash-Effekt? Ja, also zumindest steht hier nicht da. Soll Länge machen, macht es nämlich auch nicht. Es ist wirklich eher da für Volumen, Schwärze, so ein bisschen dieses Dramatische. Und ich mag die Kombination sehr gerne. Ich hatte diesen Monat einen großen Dreh. Da hatte ich sogar falsche Wimpern mitgenommen, aber irgendwie hat mir das in Kombi dann schon so gut gefallen, dass ich das nicht mehr brauchte. Deswegen dachte ich, ich zeige euch das mal. Dann habe ich zwei Parfums diesen Monat wirklich sehr viel getragen. Einmal das Parfum, wenn es so ein bisschen kühler war und gerne auch abends oder frisch so nach der Dusche. Twilight. Das ist das passende Body Spray slash, für mich ist es eigentlich fast ein Parfum, zu meiner Sleepy Body Lotion von Lush, die ich über alles liebe, die einfach unglaublich gut riecht. Und das riecht einfach ganz genauso. Hier ist nur drin Tonka, Lavendel und Ylang Ylang. Bei dem Sleepy, bei der Body Lotion, steht da, dass da so Haferflocken, Porridge, so nach dem Motto, sowas drin ist. Und ich finde auch, das hat auf jeden Fall so dieses nussige, süßliche, cremige von so einem Porridge. Dann dieser Lavendel, aber so ein ganz weicher Lavendel, der nicht so kratzig ist. Und Tonka kommt da vielleicht auch später noch mit rein in dieses
Porridge-artige, weil ich da auch oft irgendwie Vanille, Tonka, sowas dran mache. Ylang Ylang merke ich eigentlich gar nicht wirklich. Also die Blume ist nur so im Hintergrund, finde ich. Und das riecht einfach so unglaublich wohlig und ich möchte mich sofort einkuscheln. Und dafür, dass es ein Bodyspray ist, hält das unglaublich lang. Das rieche ich stundenlang und ihr bekommt 200 Milliliter. Also Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall. Ich bin wirklich absolut dem verfallen. Pablo liebt es Gott sei Dank auch. Das ist ja bei uns immer so das Ding. Pablo mag viele meiner Parfums nicht so gerne, aber das mag er auch sehr gern. Und als zweites Parfum habe ich das hier. Das habe ich auch heute drauf. Und ich finde, das ist das perfekte Parfum für so den, also sowohl Frühling, Sommer, als auch so diese Übergangszeiten, weil es hat so was sehr Klassisches, was nicht in eine bestimmte Jahreszeit passt, ist aber sehr, sehr frisch. Und das hier ist Isia von Sisley. Das ist ein zitrischer Rosenduft. Und ich habe das auch schon öfter gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Rose. Früher fand ich das ganz schlimm. Mittlerweile mag ich das ab und zu ganz gerne, aber es muss eine gute Rose sein, die auch nicht so extrem penetrant riecht. Und die hier ist ganz lieblich, dadurch, dass es so zitrisch ist. Also für mich riecht es wirklich, als ständig irgendwie auf so einer Zitronenplantage. Und so ab und zu ist dann noch so ein Rosenbusch. So riecht es für mich. Hier ist drin, also wird erstens beschrieben als blumig-zitrisch. Hier ist drin, ziemlich viel sogar, Kopfnote Aldehyde, Bergamotte, rosa Pfeffer. Und Aldehyde mag ich übrigens meistens überhaupt nicht. Das ist ja so ein Chanel, eine Chanel-Zutat, die nicht fehlen darf. Und deswegen mag ich auch eigentlich kaum Chanel-Düfte. Aber hier in dem Fall macht das so ein bisschen was Seifiges. So ein bisschen wie so eine klassische Seife. Kennt ihr das so, diese italienischen festen Seifen, die man auch oft in Hotels früher hatte oder aus dem Urlaub vielleicht mitbekommen hat, so in die Richtung. Die Herznote ist Rose, Jasmin, Pfingstrose, Maiglöckchen, Angelika. Angelika mag ich sehr gerne. Basisnote, Amber, Moschus, Zeder. Also, es ist jetzt nicht super weich, was ich vielleicht erwarten würde, wenn ich sehe, Moschus, eher wirklich Zeder, also dass ich vielleicht so ein bisschen so das Holzige rieche, so fast als wäre, hätte man die Rose so den Stiel unten zerbrochen, so ein bisschen dieses Holzige. Aber wirklich in allererster Linie rieche ich eine zitronige Rose in sehr, sehr sanft, spritzig und nie zu viel. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich gelesen habe. Ich habe endlich wieder Bücher gelesen. Wieder mal eine Empfehlung von euch. Und zwar liebe ich ja, wie wir alle wissen, Harry Potter sehr und alles, was so in diesem Genre ist. Und als wir um den Hochzeitstag herum weg waren, habe ich natürlich auch mehrere Bücher mitgenommen und auch tatsächlich das zweite Buch sogar angefangen. Das ist Charlie Bone. Das ist auch eine Buchreihe. Und das erste Buch heißt Charlie Bone und das Geheimnis der sprechenden Bilder. Und hier steht da, Charlie Bone ist ein ganz normaler Junge, zumindest glaubt er das, bis plötzlich eines Tages eine Fotografie zu ihm spricht. Und das ist erst der Anfang eines haarsträubenden Abenteuers. Also, ne, damit ihr mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, ist definitiv ein Jugendbuch, war sogar in meiner Bibliothek in der Kinderabteilung, Fantasy. Aber ja, ist auch wieder ein Junge, der auf eine neue Schule kommt, neue Leute kennenlernt und letztendlich sind da quasi ein bisschen magischere Kinder auf dieser Schule, besondere Kinder mit besonderen Talenten. Und ich fand das richtig schön geschrieben, wirklich. Also das ist von Jenny Nimmo und ich finde, das ist richtig schön geschrieben. Kann ich mir vorstellen, dass das was ist für ja, vielleicht Kinder, die gerne lesen, Jugendliche und aber auch für Erwachsene. Und ich bin jetzt beim zweiten Band. Dann kommen wir zu Fashion. Also es war ja im September erstaunlich warm eigentlich meistens. Und ich habe auf Stories euch immer wieder meine Outfits natürlich gezeigt täglich. Und da kamen die meisten Fragen immer zu meinen Klamotten, die ich von den koreanischen Fashion Shops hatte.
habe ich euch ja vorgestellt. Ich hatte bei YesStyle bestellt und war ja überglücklich, als ich einige meiner liebsten koreanischen Fashion-Shops auf YesStyle entdeckt habe. Also YesStyle ist sowas quasi wie Amazon oder so eine Plattform, wo man bei verschiedenen Sellern einkaufen kann. Und wie gesagt, als ich meine koreanischen Mädels entdeckt habe, war ich so, oh mein Gott, wow. Und habe dann ganz viel bestellt. Und unter anderem dieses Kleid hier, was Maxi-Länge hat und erstmal so, ja, einfach aussieht wie so ein gerader Zylinder oder so. Aber das kommt hier mit so einem Band. Und ich finde, wenn man das so in der Taille bindet, sieht das total schön aus. Und so nach, weiß ich nicht, Holiday-Vibes, hat aber auch Taschen dran. Ich finde dieses tiefe Dunkelblau auch super, super schön und ist auch so ein fester Baumwollstoff. Das fand ich jetzt bei den heißen Tagen mega gut. Ich habe das so oft angehabt und finde es auch von der Qualität wirklich richtig toll. Ich weiß allerdings nicht, ob es das noch gibt. Das ist nämlich das Problem, war auch damals, als ich in Korea gelebt habe, das Problem, wenn man eine Sache sieht und zwei Wochen später in den Shop geht und sie kaufen möchte, weil man sich vielleicht noch nicht dafür entschieden hatte, passiert das oft, dass die Sachen nicht mehr da sind. Und das Gleiche gilt auch hierfür. Da habe ich auch einige Fragen bekommen. Das ist so ein Riesensweater von einem koreanischen Fashion-Shop. Und da steht Raiders drauf, Southern Oregon Basketball, whatever. Aber was ich daran toll fand, ich liebe halt diese Riesenprints. Ich mag, dass das ein super kuscheliger Sweater ist, der aber ganz dünn ist. Das heißt, es war jetzt auch für Sommertage toll. Oder ich habe zum Beispiel heute auch dieses Kleid an von den Other Stories. Das kennt ihr schon, das zeige ich euch gefühlt in jedem Video. Das zum Beispiel so zu kombinieren, wie ich es heute auch kombiniert habe. Und den Pulli habe ich zum Beispiel auch sehr gerne über Sommerkleidern getragen oder auch mir so umgelegt irgendwie. Wisst schon, ne? Irgendwie so. Oder einfach so getragen mit Leggings, mit Bikershorts, mit allem Möglichen. Weil der einfach so schön dünn ist und toll, wenn es so ein bisschen kälter wird und man so eine ganz leichte Schicht noch extra braucht, aber jetzt nicht irgendwie einen dicken Kuschelpulli oder so. Genau, aber ich will auch nicht zu lange darüber reden, weil ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und zuletzt natürlich noch meine Musik des Monats. Ich habe wie immer eine Spotify-Playlist für euch erstellt. Da findet ihr alles, was ich in diesem Monat gehört habe, was ich euch bei Insta-Stories immer irgendwie gepostet habe. Also meistens wähle ich, also meine Inspiration für meine Insta-Stories mit Musik kommt von meiner eigenen Playlist auf Spotify. Diesen Monat habe ich viel wieder Doja Cat gehört, eine US-amerikanische Rapperin / Sängerin. Also ich finde vor allem ihren Gesang auch sehr, sehr cool. Die ist sehr eigen und einfach so, die hat einfach nur Ohrwürmer gefühlt bei ihrem Album. Wirklich jedes Lied ist irgendwie so ein Ohrwurm und irgendwas, wo man mit tanzen will. Wenn ihr irgendwie euch mit TikTok beschäftigt, seid ihr auf jeden Fall auch schon über Doja Cat gestolpert. Und dann habe ich ein altes Album gehört von Maribou State. Das ist ein elektronisches Duo aus Großbritannien, die so chilled Elektro-Vibes produzieren. Und ich habe vor allem Wallflower gehört. Ich finde das Lied so schön. Das höre ich die ganze Zeit, wenn ich arbeite, wenn ich im Haushalt irgendwie rumwerke. Finde ich richtig toll. Was habe ich noch gehört? Kate Renata habe ich natürlich wieder gehört. Ich gucke mal eben, was hier noch in meiner Liste ist. Oh ja, genau, dann wurde mir eine Playlist angezeigt. Die heißt, glaube ich, We Everywhere. Und da geht es, glaube ich, auch speziell darum, auch schwarze Künstler zu representen und irgendwie denen eine ganze Playlist zu widmen. Und da habe ich eine neue Künstlerin gefunden. Lady Donnelly, Take Me Home heißt das Lied. Das sind so Afrobeats, Alternative R&B kombiniert. Ich finde, sie hat eine wunderschöne Stimme. Ich liebe ja sowieso auch so diese Afrobeats, aber nicht zu viel. Und sie hat wirklich die richtige Kombination zwischen irgendwie schöner R&B-Stimme und diesen entspannten Afrobeats. Und ich höre das Take Me Home unglaublich oft, also wirklich jeden Tag, genauso wie Wallflower gerade von Maribou State. Und das war's. Das waren meine September-Favoriten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte schreibt mir, was eure Favoriten diesen Monat waren. Was habt ihr gelesen? Was habt ihr gehört? Was habt ihr angezogen? Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.